Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Und Leute, wir sind auf Koh Samui in Thailand und wir haben hier die wahrscheinlich krasseste Villa auf der ganzen Insel. Die ist echt unglaublich. Wir sind ja eigentlich in Phuket. Wir haben einen Monat Phuket gebucht. Da haben wir auch noch unsere Villa, die habe ich schon gezeigt. Checkt gerne das Video aus. Aber jetzt sind wir 5 Tage hier in Koh Samui. Wir waren hier schon über 3 Monate und wir lieben es hier. Wir lieben diese Villa. Wir waren hier schon mal einen Monat in dieser Villa. Und wir mussten einfach zurückkommen für ein paar Tage. Und deswegen sind wir jetzt hier in der Villa One, der wahrscheinlich geilsten Villa in Thailand. Und jetzt gibt es die Roomtour. So, Freunde, hier geht's rein. Hier ist das Eingangstor. Das sind die Roller von den Mitarbeitern. Die wohnen hier rechts. Und das ist auch der Mitarbeitereingang hier. So, und hier ist die Eingangstür. Könnte ein bisschen größer sein. So, und hier als allererstes natürlich ein Billardtisch. Und Leute, es gibt nichts Geileres als ein Billardtisch mitten im Wohnzimmer. Also in einer anderen Villa war der Billardtisch im Keller, da haben wir nie gespielt, aber hier spielt man gefühlt den ganzen Tag, weil er einfach im Wohnzimmer steht. Und ich bin, seitdem wir hier sind, ungeschlagen. Ich habe 3-mal gewonnen. So, hier geht's hoch ins Master Bedroom, da gehen wir gleich hin. Jetzt erstmal hier so der Wohn- Essbereich, also hier ist erstmal so eine Couch. Ja, das sind wir jetzt nicht ganz so oft, weil wir hier sehr viel Sitzgelegenheit haben. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich weiß nicht, ob da Wasser drin sein sollte. Da ist auf jeden Fall kein Wasser drin. So, dann hier unser Tisch. Hier wird eigentlich entweder gegessen, wenn wir Essen bestellen, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, oder wir arbeiten halt. Also hier werden die Vlogs geschnitten und so weiter und so fort. Dann hier, das ist der geilste Bereich überhaupt. Das ist so ein Massageteil. Es ist so bequem. Da könnte man den ganzen Tag drauf verbringen. Echt, das ist der Wahnsinn. So, Schränke, wie auch immer. Hier die Küche. Wurde noch nie benutzt. Wir waren hier schon einen Monat. Der Herd war nicht einmal an. Aber in Thailand muss man auch nicht selber kochen. Da ist alles so günstig. Ja, hier geht's weiter. Kühlschrank. Alles, was man braucht. So, dann geht es hier noch ums Eck. Hier ist ein Badezimmer. Toilette, Waschbecken, ganz entspannt. So, hier ist, wie gesagt, der Mitarbeitereingang. Und hier geht es direkt in den Waschraum. Das Coole ist, wir müssen hier gar nichts machen. Die waschen unsere gesamte Wäsche für uns. Die wird gebügelt und so weiter und so fort. Also den Raum müssen wir eigentlich nicht betreten. So, dann geht es jetzt erstmal raus. Und das ist das erste Highlight, würde ich sagen, hier. Hier ist unsere draußen Chill Area. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt, aber hier, also da kann man sich hinlegen. Das ist riesengroß. Und es ist einfach nur geil. Ihr seht, hier liegen die Zigarren. Da werden wir später, glaube ich, nochmal zeigen, wie wir die rauchen. Und hier der Pool. 16 Meter lang, also wirklich, wirklich groß. Ich weiß mal nicht, ob das auf Kamera rüberkommt, aber auf jeden Fall ein sehr großer Pool, wo man ein bisschen schwimmen kann. Der Ausblick heute ist leider ein bisschen bewölkt, obwohl wir eigentlich echt in der besten Reisezeit hier sind. Aber naja, man kann nicht jeden Tag Sonnenschein haben, wobei die Sonne scheint ja. Aber es ist halt ein bisschen bewölkt und die Aussicht ist nicht ganz so toll. Aber hey, man kann nicht alles haben. So, ansonsten hier noch ein paar Liegen. Oben zeige ich euch gleich alles. So, dann gehen wir jetzt wieder rein. Ach ja, hier ist noch eine Dusche. Klar, wer aus dem Pool kommt, muss sich fix abduschen. Und hier hinten geht es dann hier runter. Ich kann schon mal runterfilmen. Da geht es noch hier runter, aber das seht ihr später, da kommt nämlich noch was richtig Geiles. So, jetzt würde ich sagen, geht's nach oben, ins Master Bedroom. Das gehört dem Simon, der hatte das letzte Mal, das haben wir ausgelost. Und deswegen haben wir gesagt, dann kriegt er das diesmal einfach auch. Und es ist echt richtig, richtig geil. So, schauen wir mal. Du musst erstmal andere Musik anmachen, das ist nicht copyright-frei, der ist nämlich live. Okay, der Simon hat sogar schon extra copyright-freie Musik für mich angemacht. Mensch, hätte ich gar nicht reingehen müssen. Okay, jetzt gehen wir rein und überraschen ihn. Was geht ab? Ist gerade schon dunkel hier drin. Live. So, hier ist Simon sein Zimmer. Hier erstmal begehbarer Kleiderschrank. Also das ist schon crazy. Hey, was ist denn da hinter der Tür? Ja, ist so.
Egal, ich glaube, da ist nichts. Aber ich kann nicht auf Lachs verzichten. Ich kann nicht auf Lachs verzichten. So, der Simon ist gerade live. So sieht's aus. Lieb, Gedanken. Das sieht krass, Alter. Hört man das? Leute, schaut euch dieses Schlafzimmer an, das ist echt riesig. Die Dachterrasse, da geht's gleich raus, das zeige ich euch gleich. Für die Dange fürs Teilen. Jetzt erstmal hier das richtig krasse Badezimmer. Also, hier ist auf jeden Fall genug Platz, würde ich sagen. Servus. Hier richtig geil. Keine Ahnung, was man damit macht. So, hier ein Whirlpool. Warum auch nicht? Mal aufmachen. So, hier ein Whirlpool, den hat der Simon noch nie benutzt. Da geht's runter, das seht ihr gleich. So, hier erstmal die Dusche. Und Leute, jetzt zieht euch mal diese Dusche rein. Mit diesem Ausblick ist es absolut geisteskrank. Also, hier würde ich auch gerne mal duschen. Aber naja, dem Simon sei das Ganze hier gegönnt. Was ihm noch mehr gegönnt ist, ist hier diese Toilette mit diesem Ausblick. Ich glaube, da verbringt man gerne Zeit auf der Toilette, oder? Und Leute, was krass ist hier in Thailand, bei jeder Toilette gibt es hier so einen Hahn, womit man sich den Hintern danach sauber machen kann. Und Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ich mal ein Video zum Thema Scheißen machen soll. Weil die meisten scheißen falsch, beziehungsweise machen sich nicht richtig sauber. Die meisten benutzen nämlich nur Klopapier. Und Leute, mit Klopapier werdet ihr nicht sauber. Schmiert euch mal Nutella auf den Arm und dann macht es mal mit Zebra oder mit Klopapier sauber. Funktioniert nicht. So, aber jetzt geht's wieder hier zum Whirlpool. Das muss man erstmal hier runter, das ist gar nicht so leicht. Hier ist erstmal Balkon und hier gönnt euch das. Gönnt euch das, also da ist Wasser drin, ich weiß nicht, ob man das sieht. Jetzt muss ich nur gucken, filmen und nicht runterfallen, wird gar nicht so leicht. Boah, ist das ja krass. Alter, Leute. Hier geht es ganz weit nach unten. Richtig krasser Ausblick. Und hier kann man einfach drauf chillen. Das ist so geil. Mal gucken, ob ich da... Ah, hier ist es trocken. Sehr gut. Ja, das ist einfach geil. Hier, der Pool. Alter, ist das geil hier oben. Boah. Weiter geht's. Nicht runterfallen, ganz wichtig. Was auch immer das hier bedeuten soll, damit die Füße nass werden. Wieso sollte man hier langlaufen? Ich verstehe es nicht. Aber es sieht cool aus. So, Freunde, jetzt geht's hier weiter. Zur Terrasse. Die benutzen wir, glaube ich, nie. Ich weiß nicht, ob das Simon die mal nutzt. Oha, ist eigentlich voll geil hier. Hier eine Chill-Area, weil wir nicht genügend Sitzmöglichkeiten haben. Das ist ganz wichtig, dass man noch eine Chill-Area hat. Dann ist hier so ein Massageteil. Oder naja, nee, das sind Liegen. Kann man sich hinlegen, wenn man Bock hat. Und dann, was ist da hinten? Ich war hier selber erst einmal. Ja. Einfach eine Dachterrasse. Warum nicht? Ja. Kann man machen. Da hinten sind ganz viele kleine Villen. Alle nicht mal halb so groß wie unsere Villa. Pff, Geringverdiener. Aber hier oben könnte man eigentlich auch mal chillen. Warum nicht? Und irgendwie bekommt man da richtig Bock, darunter in einen Pool zu springen. Das Problem ist nur, der Pool ist überhaupt nicht tief. Also wäre ein bisschen gefährlich. Naja. Die ganze Zeit, als ich in Thailand war, jetzt wahrscheinlich Kisten gesammelt. Du bist jetzt im YouTube-Video von Leon mit drin. Hallo. Hallo. Sie sieht dich ja aber ja gar nicht. Naja, ich bin ja oberkörperfrei. Ja. Das geht auf TikTok nicht. Stimmt, ja, auf YouTube geht es, aber auf TikTok nicht. Du kannst aber deinen Kopf mal reinhalten. Ich kann meinen Kopf mal reinhalten. Warte, ich film. Ui, Kevin, danke schön. Hallo. Mir geht's sehr gut. Und dir? Gut? Ja. Oh Leute, alles mal zwei, alles mal drei. Wer will ins YouTube-Video von Leon? Wir haben auch alles mal drei. Oh, Annika, oha. Schönes Wochenende. Dankeschön. Das größte Geschenk wird reingeschnitten. Das größte Geschenk in dem mal drei wird reingeschnitten. Ich gehe mal runter und mach mal die Roomtour weiter. Viel Spaß. Tschüss. Roomtour gerade. Der macht ja jeden Tag ein Video. So, Freunde, keine Sorge, es kommt noch einiges. Wir sind noch lange nicht fertig. Hier gibt es noch ein paar richtig geile Sachen. So, hier erstmal auch ein richtig geiles Highlight. Hier geht's rein. Und zwar ist hier unser Kinoraum. Hier sieht es ein bisschen aus, wir haben gestern Filmeabend gemacht. Wir haben Everest geguckt. Richtig geiler Film, Bergsteigerfilm. Ja, hier ist unser TV.
Und eigentlich, Leute, was richtig schade ist, wir haben nämlich eine riesengroße Leinwand. Wir haben eine riesengroße Leinwand. Mit der macht das Schauen viel mehr Spaß. Aber der Receiver ist seit gestern kaputt. Vorgestern ging er noch. Da haben wir noch auf der Leinwand geschaut. Jetzt geht er leider nicht mehr. Moin. Moin. Und was geht? Ja, was geht? Ich mach gerade eine Roomtour. Achso, du machst gerade die Roomtour? Ja. Ah, geil. Hast du gerade jetzt angefangen, oder? Nee, ich war gerade schon oben. Ich war schon am Pool. Ich gehe jetzt gleich noch runter. Okay. Bin ich fertig. Bist du gerade jetzt aufgestanden, oder? 13 Uhr bin ich aufgestanden. Vorbildlich. Aber ich war gestern auch bis 4:30 mit meinem Vlog beschäftigt. Ja, ich weiß, ja. Ich hab deinen Vlog schon gesehen. Ja, okay. So, genau, Freunde. Das ist die Leinwand. Eigentlich richtig geil, wenn sie funktionieren würde. Aber naja, man kann nicht alles haben. Aber die tauschen den heute, glaube ich, aus und dann können wir hier wieder gucken. So, hier ist noch Balkon. Und jetzt geht's nach unten, Freunde, zu unseren Schlafzimmern. Boah, die Treppen hier sind so riesig. Schau ich das mal an. Das sind 2 Stockwerke, also die Decken hier, 5 Meter. Bestimmt. So, Freunde, hier ist mein Schlafzimmer. Ja, hier sieht es natürlich nicht ganz ordentlich aus, aber ich habe mein Bett immerhin ein bisschen gemacht. Die Mitarbeiter hier, die haben heute, warum auch immer, einen freien Tag. War es letztes Mal nicht so, egal. Hier gibt es auf jeden Fall kein Trinkgeld. Nee, Spaß, hier ist alles toll. Also hier ist mein Bett. Tisch, den ich nie benutze. Und hier Kleiderschrank, klein, aber fein. Aber natürlich, jedes Zimmer hat Balkon, das ist natürlich ganz wichtig. Hier ist sogar ein Privatbalkon, krass. Privatbalkon, Ausblick ist immer am Start. Ja, geht's hier noch ums Eck? Ja, ein bisschen. Ach krass, ich kann hier alles aufmachen, wenn ich will. So, und da kann ich dann, wenn ich Besuch habe, kann ich dann in die Dusche gucken. Das ist nämlich die Dusche. Da gehen wir jetzt hin ins Badezimmer. So, Toilette, Bademantel. So, hier das Badezimmer, natürlich ganz wichtig, 2 Waschbecken, 1 reicht nämlich nicht, sondern hier, Leute, ganz wichtig, beste Alltagsparfüm auf der Welt, Acqua di Parma, Bergamotto di Calabria, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 1 Million irgendwie, ja, das kennt jeder, aber es riecht halt einfach gut. So, dann hier die Dusche ist einfach geil, auch wenn die nicht so geil wie Simon seine ist, aber die ist riesengroß. Da hat man genug Platz und vor allem der Ausblick aus der Dusche, oh hier ist noch nass, der Ausblick aus der Dusche ist halt einfach unglaublich. So, jetzt geht's weiter. Wir haben hier 4 Schlafzimmer. Das hier, das benutzt keiner. Also, ne? Auch wieder, Leute, wenn jemand Bock hat, kurzfristig hierher zu kommen, schreibt mir auf Instagram, da könnt ihr hier wohnen. Es ist genau gleich wie das andere, nur spiegelverkehrt. Ja, da muss man, glaube ich, nicht mehr viel zeigen. So, dann ist hier rechts das Schlafzimmer von Basti. Das sieht genauso aus. Das muss ich euch jetzt auch nicht zeigen. Oder ist das anders? Ah, das ist tatsächlich hier, das ist tatsächlich ein bisschen größer, krass. Hat er ein anderes Bad? Ich glaube, seine Dusche ist größer. Oha, die ist hier riesig. Tja, Freunde, aber das wurde alles so ausgelost. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Schlafzimmer. So, Freunde, jetzt geht's. Jetzt kommt ein Highlight. Was ist hier? Okay. Filteranlage für den Pool, Alter, krass. 5 Meter hohe Decken. Das ist crazy. So, und hier geht's raus. Ich hoffe, die Tür ist offen. Ja, sehr gut. So, also hier ist jetzt der Außenbereich, hier geht es wieder hoch zum Pool und jetzt geht's runter zu einem ganz tollen Raum, den ich noch nicht benutzt habe, aber ich werde ihn heute benutzen zum ersten Mal. Hier geht's rein. Tada! Und zwar ist hier unser Gym. Nicht besonders viel vorhanden, aber hey, wir haben Kurzhanteln bis 20 Kilo, also man kann ein bisschen was machen. Wir haben da eine Bank. Das Laufband wird eh nicht benutzt. Und hier so ein Multifunktionsgerät. Hier kann man alles Mögliche machen. Rücken, Brust und so weiter und so fort. Hier haben wir schon ein paar Mal trainiert. Das letzte Mal funktioniert ganz gut. Fitnessstudio ist natürlich besser, aber hey, was will man mehr?
Das reicht vollkommen aus. So, und hier ist noch ein Badezimmer. Dusche. Badewanne, warum auch immer. Oh, und Leute, die Tür ist offen. Eigentlich müsste die zugeschlossen sein. Hier gibt es nämlich sogar 6 Schlafzimmer. Hier gibt es 6 Schlafzimmer. Also hier Schlafzimmer Nummer 5. Aber eigentlich haben wir das nicht mitgebucht. Aber die Tür ist offen. Guck mal, hier sind ganz viele Schlüssel. Irgendjemand hat da, glaube ich, vergessen abzusperren. Naja, aber jetzt, wenn wir schon mal da sind. Guck mal, hier geht's weiter. Hier ist sogar ein Wohnzimmer. Das ist hier eine eigene Wohnung. Die ist aber immer leer. Hier ist sogar eine Küche. Krass. Hier ist eine Küche. Und hier ist Schlafzimmer Nummer 6. Krass. Aber schnell wieder raus. Das ist hier. Aber hier wohnt keiner. Das haben wir aber nicht mitgebucht. Also verpiss ich mich hier. So, und jetzt noch ganz kurz zum Service hier. Also der Service hier ist wirklich unglaublich. Also wie bereits gesagt, die Wäsche wird für uns gewaschen. Wir legen die einfach mal hier oben hin. Dann waschen die unsere Wäsche, bügeln die Wäsche und so weiter und so fort. Die räumen uns auch immer unseren Kühlschrank ein. Und die bestellen uns Taxi, die bestellen uns Essen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich um gar nichts kümmern. Und das ist wirklich entspannt. Selbst wenn wir unterwegs sind, schreiben wir der, wir brauchen ein Taxi nach Hause. Und die regelt alles für uns. Das ist ziemlich entspannt. Da spart man sich auch das Verhandeln mit den Taxifahrern hier. Ja, und ansonsten, was kostet der ganze Spaß hier? Es kostet der ganze Spaß. Was haben wir bezahlt? Ich glaube, 680 Euro die Nacht, oder? Genau. 680 Euro die Nacht. Scheint jetzt erstmal relativ günstig. Aber wir kennen die Besitzer hier, weil wir, wie bereits erwähnt, schon einen Monat hier waren. Und deswegen haben wir ein bisschen Rabatt bekommen. Kann man sich nicht beschweren für den Preis. Kann man sich wirklich nicht beschweren. 680 Euro. Wie viel sind wir hier? 5 Nächte? Ja. Also irgendwas mit 3000 Euro. Wenn man das mit der Villa in Phuket vergleicht, ist es halt günstig. Ja. Also ja, Problem ist, dass wir gerade beide Villen gleichzeitig bezahlen. Ja. Aber hey, ich finde, eine Zweitvilla im Urlaub hat noch keinem geschadet, oder? Nee, es hat noch nie jemandem geschadet. Eben. Man braucht ja auch immer einen Rückzugsort. Ja, eben, man braucht ja auch ein eigenes Büro. Ne? Also genau, und uns hat es halt in Phuket gerade nicht so gefallen, deswegen sind wir hier. Und du bist der Traum. So Leute, wir sitzen jetzt hier noch ganz gemütlich am Pool, rauchen eine Zigarre und ja, dann werden wir in die Stadt gehen und wir essen was? Wir essen Steak und dann gehen wir feiern. Schmeckt echt gut, also thailändische Zigarre, besser als gedacht. Und Leute, ganz wichtig, von Zigarre rauchen steigt der Testosteronspiegel. Also wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann raucht auf keinen Fall Zigarre, das ist natürlich nur ein Spaß. Also der Testosteronspiegel zeigt tatsächlich, aber minimal, also es gibt tausendmal bessere Möglichkeiten, um den Testosteronspiegel zu steigern. Also raucht nicht. Aber ist schon cool. Ja, es ist schon cool, aber... Ich glaube, der Testosteronspiegel steigt einfach nur, weil man sich krass fühlt. Ich fühle mich so krass. Für mich wie ein Mann jetzt. Ich glaube, ich bin jetzt ein Mann. Ich bin jetzt ein Mann. So, Freunde, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video. In dem Sinne, macht's gut.